Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr euch für Balkonkraftwerke interessiert, speziell welche von Anker Solix, ihr aber noch unsicher seid, welches System das Richtige für euch ist oder welches für eure Bedürfnisse, also euren Balkon, am besten funktioniert, oder wenn ihr noch Bedenken habt, das Falsche auszuwählen, weil es ja so viele verschiedene Optionen gibt, dann seid ihr bei diesem Video genau richtig. Heute möchte ich euch nämlich mal eine kleine Übersicht an die Hand geben, welche verschiedenen Systeme es von Anker Solix so gibt und für wen sie eigentlich perfekt geeignet sind. Also, los geht's! Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. In den Kommentaren unter meinen Videos fragt ihr mich immer wieder nach Balkonkraftwerken in einer Mietwohnung oder in einem Mehrfamilienhaus. Da ist der Vermieter oder die Eigentümergemeinschaft vielleicht dagegen und damit seht ihr dann alt aus. Mit dem neuen Solarpaket 2 der Bundesregierung ändert sich das jetzt allerdings. Wohnungseigentümer in Mehrparteienhäusern und auch Mieter können künftig von ihren Eigentümergemeinschaften oder Vermietern verlangen, die Installation von Balkonkraftwerken zu gestatten. Und die dürfen sich dann einfach nicht mehr sperren. Jetzt heißt es dann also nur noch die richtige Entscheidung treffen. Soll es ein einfaches Balkonkraftwerk sein, also zwei Panels, 800 Watt, Mikrowechselrichter und eine Steckdose? Oder darf es vielleicht ein kleiner Speicher dazu sein? Damit könnt ihr in den Sommermonaten euren Eigenverbrauch super optimieren. Speicher ist inzwischen so günstig zu haben, da würde ich euch in jedem Fall empfehlen, den gleich mitzukaufen. Welche Lösung es da für euch gibt, dazu kommen wir nachher noch. Und jetzt gibt es dann ein paar Fragen, die ihr euch beantworten müsst. Habt ihr Platz für große, massive Solarzellen? Oder ist euer Balkon vielleicht etwas klein und das Balkongeländer sogar gebogen und diese riesigen Teile würden da gar nicht hinpassen? Lass uns doch mal diesen Fall einfach mal anschauen. Also ihr wohnt in einer Mietwohnung, euer Balkon ist nicht sehr groß und ihr habt auch keinen Platz für schwere Module an eurem Geländer. Ja, genau dafür gibt es mittlerweile eine Lösung, nämlich zum Beispiel das Mietwohnungsset von Anker mit den FS20 4x225 Watt flexiblen Solarmodulen. Flexibel, ja, dazu kommen wir gleich. Und die haben immerhin zusammen 900 Watt Leistung. Und das Besondere ist eben an diesen Modulen dieser minimale Installationsaufwand. Denn so ein einzelnes Modul, das wiegt nur 4,5 Kilo und das kann von einer Person ganz leicht angebaut, versetzt oder auch wieder entfernt werden. Also ihr benötigt dafür auch keine komplizierte Halterung, sondern da werden Kabelbinder mitgeliefert aus Metall und damit werden die Module einfach an eurem Balkongeländer fixiert. Und durch die Flexibilität dieser Module, da kommt eben die Installation auch mit einem gebogenen Balkongeländer klar. Und wenn ihr jetzt aufgepasst habt, dann machen euch die 900 Watt Leistung dieser flexiblen Module vielleicht ein bisschen stutzig. Diese Frage finde ich nämlich auch ganz häufig unter meinen Videos. Es sind doch nur maximal 800 Watt für ein Balkonkraftwerk erlaubt. Ja, da habt ihr recht, aber es gilt eben nur für die Einspeisung. Die Module selber, die dürfen mehr Leistung liefern, nämlich aktuell bis zu 2000 Watt. Die Einspeisung von den 800 Watt, das regelt ja der Mikrowechselrichter. Und der darf tatsächlich eben nur maximal 800 Watt in euer Haus einspeisen. Bis vor ein paar Monaten, da waren es sogar nur 600 Watt, aber das wurde mit dem Solarpaket 1 ja schon angehoben. Immerhin liefert das Mietwohnungsset im Jahr im Optimalfall bis zu 1000 Kilowattstunden. Und beim Gesamtbedarf von 3500 Kilowattstunden für so einen Drei-Personen-Haushalt, da bedeutet das ja für euch schon fast 30% Einsparung der Stromkosten. Ja, zumindest theoretisch. Auf die Panels gibt es übrigens 12 Jahre Garantie und die gesamte Lebensdauer wird mit bis zu 25 Jahren angegeben. Jetzt mal zum Eigenverbrauch. In der Praxis, da werdet ihr diese 1000 Kilowattstunden aber nicht immer selbst verbrauchen können, weil ihr entweder tagsüber gar nicht zu Hause seid oder keine permanenten 800 Watt Grundlast habt. Der Eigenverbrauch wird wahrscheinlich nie größer als maximal 40% sein. Und diese restlichen 60% der Energie, ja, die verschenkt ihr quasi ins Netz. Und da kommen jetzt die Speicher ins Spiel. Damit könnt ihr eben tagsüber den Strom einspeichern und ihn dann nutzen, wenn ihr ihn braucht, also zum Beispiel abends oder nachts. Und jetzt kommen wir zu den verschiedenen Möglichkeiten. Also wenn ihr zu diesen Zeiten, also nachts, eher geringen Strombedarf habt, dann gibt es da zum Beispiel die passende Lösung, nämlich die Solarbank 2 Plus. Die passt für das Mietwohnungsset optimal und ist für euch echt auch die günstigste Lösung. Bei einer größeren Option, also wenn ihr mehr Bedarf habt an Strom, dann würde ich die Anker Solix Solarbank 2 Pro empfehlen. Und worin unterscheiden sich die beiden Systeme? Ja, die 2 Plus ist günstiger, also wie ich vorhin schon erwähnt habe, die günstigste Lösung, hat dafür aber auch ein paar Einschränkungen. Jetzt kommt es halt darauf an, ob für euch diese Einschränkungen überhaupt relevant sind. Also zum Beispiel die maximale Eingangsleistung bei der Plus ist 1200 Watt. Für das Mietwohnungsset mit den flexiblen Modulen, da passt das perfekt, weil die haben ja nur zusammen 900 Watt.
Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei größere 435 Watt bifaziale Module habt, dann würde das auch noch passen, weil die haben zusammen nur 870 Watt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel vier Panels habt, so wie ich bei mir auf der Garage, die haben zusammen 1790 Watt, ja, da wäre die Eingangsleistung dann zu gering. Ein weiterer Unterschied zur Pro ist, die Plus hat eben nur zwei MPPT-Tracker. Das bedeutet, ihr könnt jeweils nur zwei Panels unterschiedlich ausrichten, also von den vielen. Und das kann bedeuten, dass der Ertrag vom Balkon vielleicht nicht ganz optimal ist. Die Pro, die hat dagegen 2400 Watt Eingangsleistung, also für meine vier Panels auf dem Dach, super geeignet und hat auch vier MPPT-Tracker. Das bedeutet, ich kann jedes einzelne Panel komplett flexibel ausrichten. Und dazu hat sie auch noch einen 1000 Watt Steckdosenausgang. Das heißt, ihr könnt Verbraucher auch direkt an den Speicher anschließen und so zum Beispiel beim Stromausfall so eine Notstromversorgung für euren Kühlschrank realisieren. An die Pro passen zum Beispiel bei einem größeren Balkon oder bei einer Aufstellung im Garten vier bifaziale 435 Watt Panels. Jedes davon kann unterschiedlich ausgerichtet sein und durch die bifaziale Ausführung, da fangen die Module auch Streulicht von hinten ein und steigern die Tagesausbeute um bis zu 30%. Bifazial bedeutet nämlich, dass die Solarzellen hinten transparent sind und damit auch mit der Rückseite Licht einfangen können. Auf diese Module gibt Anker 15 Jahre Garantie, aber eigentlich könnt ihr mit einer Lebensdauer von 30 Jahren rechnen. Beide Solarbänke Plus und Pro haben jeweils 1,6 Kilowattstunden Speicher an Bord und sind mit bis zu 5 Erweiterungsbatterien auf maximal 9,6 Kilowattstunden erweiterbar. Also wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. Für einen normalen Balkon, also in diesem Mietwohnungsset zum Beispiel, da reicht aber eigentlich eine Erweiterungsbatterie und damit habt ihr dann 3,2 Kilowattstunden. Beide Speichersysteme bieten übrigens 6000 Ladezyklen und haben 15 Jahre Lebensdauer bei einer Garantie von 10 Jahren. Das ist nämlich übrigens eine ganz häufige Frage in den Kommentaren unter meinen Videos. Hält die Technik überhaupt lange genug, damit die sich jemals amortisieren kann? Also hier kann ich jetzt mit gutem Gewissen sagen, im Normalfall ist das hier bei diesem System eigentlich kein Thema mehr. Ihr könnt den Speicher übrigens auch auf dem Balkon stehen lassen, selbst im Winter. Also die Gehäuse haben erstens IP65, das heißt, sie sind komplett staub- und spritzwasserdicht und die sind aus robustem Metall. Und wenn die Temperatur mal unter Null sinkt, dann wird der Akku automatisch gewärmt und kann dadurch auch bei Kälte Leistung aufnehmen und auch wieder abgeben. Ich würde euch aber persönlich empfehlen, im Winter von Dezember bis Februar vielleicht die Akkus reinzuholen, weil erstens der Ertrag einfach zu gering ist, das lohnt sich dann nicht mit dem Akku, die werden nie voll. Und zweitens die Lebensdauer der Batterien dadurch auch nochmal erhöht wird. So, jetzt habt ihr euch also vielleicht ein Balkonkraftwerk mit Speicher gegönnt und könnt in der Anker-App wunderbar nachvollziehen, wohin eure Energie fließt. Ich kann euch aber nur warnen, denn sowas macht echt süchtig. Jetzt schauen wir doch mal in die Anker-App rein. Und hier habt ihr zum Beispiel die Anzeige für die Energie in euer Haus. Das entspricht dem Strom, der von der Anlage zu euren Haushaltsgeräten fließt. Dann haben wir hier den Speicher. Und das ist der Strom, der von eurer Solarbank gespeichert wird und dann später von eurem Haus verbraucht werden kann. In der App könnt ihr dazu entweder euren Eigenverbrauch für jede Stunde des Tages manuell einstellen. Das heißt dann benutzerdefinierter Modus. Das ist zwar schön, aber mit Sicherheit ziemlich ungenau, aber immerhin besser als nichts. Oder ihr verwendet so ein paar solcher Smart Plugs hier. Das sind intelligente Steckdosen, die mit der Solarbank kommunizieren können. Und immer dann, wenn so ein Verbraucher an so einer Steckdose Strom zieht, ja, dann wird ja exakt genau dieser Strom aus den Akkus in euer Haus eingespeist. Und damit könnt ihr den Eigenverbrauch schon mal deutlich steigern. Ihr liegt dann vielleicht bei 50-60% statt 30% oder 40%. Aber so ganz perfekt, ja, ist das auch noch nicht, ne? Also die optimale Lösung wäre tatsächlich hier so ein Smart Meter zu verwenden. Das gibt es entweder direkt von Anker, also zusammen mit der Solarbank, Plus oder Pro. Oder ihr könnt jetzt auch seit einem der letzten App-Updates ein Shelly 3M oder Pro 3M verwenden. Und das Smart Meter hier, oder egal ob es jetzt von Anker oder von Shelly ist, das solltet ihr auf jeden Fall von einem Elektriker in euren Zählerkasten einbauen lassen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, könnt ihr hier oben in der Videobeschreibung sehen. Das Smart Meter hier, das misst alle 3 Sekunden den Strom, den euer Haus gerade verbraucht. Und genau diese Leistung wird dann von den Akkus bei euch eingespeist. Und damit könnt ihr den Eigenverbrauch auf bis zu 90% steigern und verschwendet so gut wie keine Energie mehr. Und immerhin liefert die ja euer Balkonkraftwerk kostenlos. Und das eben sogar jahrelang. Meistens rechnet sich dann so eine Anlage mit Speicher und Smart Meter schon nach 5 Jahren.
Aber selbst wenn es bei euch länger dauert, durch die lange Garantie auf die jeweiligen Komponenten, da wird auch bei euch der Break-Even-Point irgendwann erreicht sein. Hier in der App, da seht ihr dann unter dem Reiter Speicher ganz genau, wie eure Solarbank geladen wird, wann das Haus etwas anfordert und wie sich der Speicher dann in der Nacht langsam leert. Also fassen wir mal kurz zusammen. Ihr habt gesehen, auch mit einem kleinen Balkon oder einer Mietwohnung kann man ein Balkonkraftwerk super nutzen. Ein Speicher ist dazu sinnvoller als ohne und so richtig interessant wird es dann mit Smart Plugs oder einem Smart Meter. Das Tolle ist, man kann ja auch erstmal klein anfangen und die Anlage dann immer weiter ausbauen. Aber nochmal Achtung, Strom selbst zu erzeugen macht einfach Spaß und wenn ihr damit erstmal angefangen habt, dann wollt ihr mit Sicherheit mehr. Also plant schon mal die nächste Erweiterung gedanklich mit ein. So, das war mein kleines Balkonkraftwerk-Tutorial und falls bei euch jetzt noch ein paar Fragen zu den Anker Solix Systemen offen sind, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich versuche alles, soweit ich es kann, zu beantworten. Und für Schnellentschlossene ein kleiner Tipp, schaut mal hier unten in dem Link in der Videobeschreibung nach. Geht mal auf die Anker-Website, denn bei Erscheinen dieses Videos, da haben die noch eine Rabattaktion laufen und damit spart ihr dann richtig Geld. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da, denn ihr wisst ja, bei YouTube ist ein Abo immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.